Hallo und herzlichst willkommen, nicht wahr? Zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Und wir haben hier in der letzten Folge die Machenschaften des alten Gouverneurs aufgedeckt. Und Damina Salvi ist die neue Gouverneurin jetzt hier von Zadar Neen. Und wir werden jetzt uns hier mal so einen Hauptmann stellen. Wollt ihr noch etwas anderes? Habt ihr einen Skoma-Baron zu melden? Nee. Hier, du bist doch eine Wache. Macht Mick. Ich kann den Reiz des Verbrecherlebens nachvollziehen. So viele schöne Erinnerungen. Aber ich hatte gelernt, mein Kopfgeld zu zahlen. Wie sieht das bei euch aus? Jo, zahlen wir. Ich hatte zwar auf mehr gehofft, aber das sollte reichen. Jo. Wir haben hier einen... Es ist ein bisschen kritisch. Ich muss sagen, wir haben natürlich jetzt das Gesetz so ein bisschen gebrochen und prinzipiell sind wir doch ja nicht schuld. So, jetzt kommen wir nicht rein hier. Zum Kecken nix. Wer bist du denn hier eigentlich? Ja, keiner. Was ist denn hier so drin? Okay. Irgendwelche Bücherregale? Oh, guck mal hier. Almanach des Abenteurers, dritte Ausgabe. Findet interessant, hier mal wieder so Sachen zu finden. Oh, guck mal hier. Ein Trinklied auf den Roten Berg. So, könnt ihr auswendig lernen und dann bei der nächsten heimischen Feier singen. Wardenfell kann ein gefährlicher Ort sein. Sklavenjäger, vom Himmel fallende Steine, ein vor dem Hochgehen stehender Berg. Da stelle ich mir die Frage, was ich hier eigentlich noch mache. Aber wer stillt den Hunger dieser Leute, wenn ich fortgehe? Damit kann ich mein Gewissen nicht belasten. Ein Koch aus Überzeugung. Sehr gut. So, was haben wir hier drüben? Waren wir hier drüben schon drin? Oder ist irgendwas... Gemischt waren, Meersalz. Das ist aber auch ein netter Name, wa? Ein süßer Name. Meersalz, okay. Aber gibt es hier eine Schnee? Können wir mit ihr hier noch quatschen? Wenn ihr nach Norden und Westen reist, dann seid vor Aschländern auf der Hut. Haus Redoran sagt, sie wären Wilde. Im Norden und Osten? Das ist das Territorium des Hauses Telvanni. Sie sind allesamt verrückte alte Magier und Sklavenjäger obendrein. Wohin ihr auch geht, passt auf euch auf. Schade, dass die Händler hier, guck mal, wir haben jetzt einen Argonia gehabt, sie jetzt hier als Ork bei den Dunkelelfen. Schade, dass da irgendwie... Was wollt ihr? Ich sag mal, keine Hintergrundgeschichten verfügbar sind. So, wir werden mal jetzt nach Vivek wandern. Es sei denn, kommt noch eine Aufgabe unterwegs. Aber wir sind bereit für unsere Hauptmission. Was ist denn das hier? Karawanenturm. Medyn Leran. All diese hochgestochenen Familien auf Wardenfell sprechen die ganze Zeit mit ihren Toten. Ich sage euch, das ist alles nur Blendwerk. Sie spielen uns was vor, damit sie besser dastehen als der Rest von uns. Naja, genug davon. Wo darf ich euch hinbringen? Wohin kann mich euer Schiffsschreiter bringen? Wir reisen nach Gnisis und nach Suran. Und wir kennen die Pfade, die die schlimmsten Lavaflüsse umgehen. Wollt ihr gern an Bord kommen? Nö. Erstmal nicht, ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt richtig war oder falsch. Oh, hier ist einer Level 3 gewesen gerade. Wo war der denn gewesen? So, wo müssen wir lang? Hier lang? Wir können hier lang quatschen. Dann sind wir ja wieder genau richtig hier lang, wa? Oh, hier ist was. Hier ist was.
Oh, ist ganz schön voll hier. Hallo Leute. Oh, hier lag ein Brief. Kommt nach Wardenfell. Nee, ja, nach Wardenfell. Werter Vetter. Vivek entdeckt. Balmorra entdeckt. Star Wars gibt es auch Balmorra. Aber mit Doppel-R. Aber gut, wir werden jetzt erstmal hier rinwatscheln. Da haben wir noch eine Abenteure gesucht. Gut, wir sind ja jetzt hier in Vivek, richtig? Die Aufgabe werden wir uns mal für später aufheben. Wir werden jetzt erstmal durchrennen und erstmal bis hierhin. Kommt, schließt hier euren Handel ab. Und dann gehen wir mal zum Palast und machen mal die Hauptaufgabe weiter jetzt. Und Aufgaben können wir daher noch suchen, wenn wir dann hier durch sind hier. Nicht wahr? Ja, schon bemerkenswert. Guck mal, hier ist auch noch eine Aufgabe. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen da lang. Erstmal heilen. Alter, das sieht schon nice hier aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir richtig geil. Und auch mit den Pilzen und so. Boah, Alter, eine Riesentreppe hier zu dem Palast. Boah. Guck mal. Wir gucken mal von oben, warte mal. Preiset Vivek. Jo. Aber erstmal gucken wir uns das von hier oben an, Alter, guck mal. Das sieht schon nice aus. Muss man schon mal sagen. So, Viveks Palast. Sprecht mit Vivek. Dies ist die Person, die mir am Grabmal half, mein Fürst. Fürst Vivek, wir brauchen die Hilfe dieser Fremdländerin nicht. Oh, sei still, Erzkanoniker Tavus. Fremdländer haben ihren Nutzen. Und diese interessiert mich. Alter, die... Wie ihr wünscht. Ich bin in meiner Amtsstube, falls ihr mich braucht. Ist das ein Ork? Alter, die Stimme von... Tretet vor, Freundin Levulis. Lasst uns reden. Von Kevin Spacey. Geil. Kanoniker Levule meint, ihr hättet ihm bei seiner Mission geholfen. Wie ich geschrieben habe, wer meinen Verbündeten hilft, wird mein Freund. Trotz der Sorgen des Erzkanonikers begrüße ich euch voller Aufrichtigkeit und stelle euch eine einfache Frage. Werdet ihr uns noch weiterhelfen, Fremdländerin? Er sieht aber aus wie die Mumie. Ich weiß jetzt nicht, aus dem ersten oder zweiten Teil. Welche Art von Hilfe benötigt ihr, Fürst Vivek? Ich verfüge über Ordinatoren und Wappenträger. Gewaltige Armeen von Anhängern und ergebene Priester. Was ich jedoch nicht habe, ist eine frische Sicht der Dinge. Werdet ihr eure persönlichen Ziele eine Weile aufschieben und zu den Augen und Ohren eines Gottes werden? Natürlich, Fürst Vivek. Ich kann euch eine unverbrauchte Sicht der Dinge bieten. Gut. Ich brauche Unterstützung, um ein seltsames Phänomen zu untersuchen, das der Ahnin zufolge tatsächlich ein echtes Ärgernis darstellen könnte. Wir fangen mit einem einfachen Hellsichtritual an. Erzkanoniker Tavus kann euch sagen, was wir brauchen, um diesem Rätsel nachzugehen. Ich glaube nicht, dass Erzkanoniker Tavus meine Hilfe will. Die mich peinigende Lage macht auch meinem Erzkanoniker zu schaffen, aber er ist ein treuer Diener. Tavus wird tun, was ich ihm sage. Und ich sage, dass wir eure Unterstützung brauchen. Sucht den Erzkanoniker in seinem Arbeitszimmer auf. Er wird euch sagen, wie es weitergeht. Als ich ankam, sah ich eine Vision Azuras. Die dädrische Fürstin?
Ich schätze, dass dieselben Ereignisse, die mich betreffen, auch für Azura von Interesse sein könnten. Aber sie könnte ebenso gut der Ursprung all dieses Ärgers sein. Der Rote Berg, seltsame Daedra. Und dann wäre da... Nun, unterhalten wir uns doch darüber, wenn ihr zurückkehrt. Okay, okay. War das, was die Ahnen sagte, hilfreich? Levules Ahnen hat mir versichert, dass eine Quelle meiner Kraft sicher ist, was den Rest angeht. Lass den Gedanken reifen und nur dann sprechen, wenn er sicher Früchte trägt. Ich brauche mehr Informationen über die Lage. Daher ist das Hellsichtritual nötig. Okay. Erzkanoniker Tarvus trägt die Last von Fürst Vivek und dem gesamten Palast auf seinen Schultern. Er wird euch als Führer bei dieser Unternehmung zum Wohle von Fürst Vivek dienen. Und falls Bedarf besteht, werdet ihr mich immer irgendwo im Palast finden. Alles klar. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn der hingelaufen? Da kommen wir nicht rein. Ah, okay. Wir kommen hier nicht rein. Wo ist denn der jetzt hingewatschelt? Da unten. Hm, dann gehen wir doch hinter auch nicht. Hui, hui. Ist es wahr, dass Sie Balred beschworen haben, um die Dolchsturzarmee bei Davons Wacht zu besiegen? Kann sein. Merkt mir nicht alle Abenteuer hier. So, Inhalt stehlen, den wollen wir ja nicht. So, über den Umzug von Ebenherz. So, neue Bücher gucken wir mal alle später mal an. Wenn ich dann mal irgendwann mal denn so weit bin, dass wir hier mal durch sind, aber bis ich dann mal wieder so weit bin auf dem aktuellsten Stand, oh, ich kann hier mitnehmen. Okay, na denn. Nee, so weit will ich nicht. Wenn das kein Schreibtisch durchsuchen. Wenn das hier kein Diebstahl ist, dann mal her damit. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Wildfleisch brauchen wir auch nicht. Jetzt habe ich mir verschluckt. Und hier geht's nicht raus. War ich hier schon dran? Nee, war ich nicht, aber ist auch nicht so interessant. Feuerstein. Halt, was war das? Wandschrank. Okay. Alter, voll die dreckige Wanne. Das sieht so halbwegs alles hier ordentlich aus, wisst ihr, aber dann haben die immer so irgendwie so dreckige Bäder oder sowas. Ist schon alles so ein bisschen okay. So. Ah, Fremdländerin. Fürst Vivek ist zu vertrauensselig, seine Hoffnung in jemanden wie euch zu setzen. Aber wer bin ich schon, meinen Gott zu hinterfragen? Ich schätze, er hat euch zu mir geschickt, damit ich euch an die Arbeit schicken kann. Hat er gesagt, welche Aufgabe wir als erstes für ihn erfüllen sollen? Fürst Vivek meinte, es müsste ein Hellsichtritual durchgeführt werden. Ah ja, wir müssen ein Ritual durchführen, um das Wesen des Phänomens zu offenbaren, das Fürst Vivek so belastet. Nun hört genau zu. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich lausche. Trotz meiner Einwände glaubt Vivek, ihr wäret geschickt worden, um zu helfen. Also werde ich mein Bestes geben, euch zu unterstützen.
Geht zur im Bau befindlichen Stufenpyramide und sagt der Aufseherin, Fürst Vivek bräuchte den Segenstein. Dann bringt ihr ihn zu mir in den Palast. Alles klar. Ihr habt einen einfachen Auftrag im Dienste Fürst Viveks erhalten. Und schon werden zahllose ungebetene Fragen in eurem Geist aufgeworfen. Nun gut, nur zu. Stellt eure Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich der vielbeschäftigte Erzkanoniker eines lebenden Gottes oder so wäre. Das ist ein bisschen angepisst, hä? Was ist ein Segen? Ein Segensstein? Ach, das Unwissen der Fremdländer. Wie erfrischend. In den Segenstein wird eine kleine Menge von Fürst Viveks Kraft gespeichert. Sie erlauben es seiner Gunst, einen ihm geweihten Ort zu durchdringen. Wir brauchen einen solchen Stein, um das Hellsichtritual mit Kraft zu versorgen. Könnte Vivek das Ritual nicht ohne einen Segensstein durchführen? Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, das Phänomen behindert Fürst Vivek in ungewöhnlicher Art und Weise. Es wird sicherer für alle sein, wenn ich das Ritual mit dem Segenstein durchführe, anstatt auf die persönlichen Energiereserven meines Fürsten zurückzugreifen. Was hofft Fürst Vivek mit dem Hellsichtritual zu erfahren? Selbst wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr es nicht verstehen. Fürst Viveks Sinnesschärfe übersteigt bei weitem jene der gewöhnlichen Sterblichen. Belassen wir es dabei, dass er eine Störung im Energiefluss in ganz Wartenfell verspürt. Er ist auf der Suche nach der Quelle dieser Störung. Vivek erwähnte den Roten Berg und Dedera. Meint ihr, es gibt da eine Verbindung? Fürst Vivek sieht überall Zeichen und Omen. Im Herzen ist er ein Poet. Ich hingegen neige dazu, pragmatischer zu sein. Manchmal ist ein Vulkan nur ein Vulkan und kein Sendbote des Untergangs. Was die Dedra angeht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist eine Beschwörung aus dem Ruder gelaufen. Habe ich euch irgendwie beleidigt? Mich beleidigen? Da überschätzt ihr euch aber etwas. Nein, ich empfinde das Gleiche gegenüber allen Fremdländern. Das ist eine Angelegenheit des Tribunals, die auch am besten vom Tribunal bewältigt werden sollte. Doch ich gehorche auch Fürst Vivek. Also werde ich eure Beteiligung dulden und mein Bestes tun, euch zu helfen. Naja, hört sich nicht so an. Gut, wo sollen wir jetzt hin? Wir sollen irgendwo... Ach, da unten. Und mal hier jetzt hier runter. So, das lassen wir jetzt erstmal so, wie das. Wie gesagt, die Aufgaben holen wir dann noch, wenn es soweit ist, wenn wir hier durch sind. Und dann gucken wir mal. Warte mal, wir müssen hier rüber. Und dann müssen wir hier rüber. So, da ist schon die Aufseherin. Aufseherin Shiralas. Dieses Vorhaben war schlichtweg eine Katastrophe nach der anderen. Wie soll ich diese Stufenpyramide denn rechtzeitig fertigstellen, wenn dauernd etwas schief geht? Achtet nicht weiter auf mich, ich habe nur einen dieser Tage. Erzkanoniker Tarvus hat mich geschickt. Ich muss mir euren Segensstein leihen. Unseren Segensstein? Wisst ihr, was geschieht, wenn wir unseren Segenstein weggeben? Tja, ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Zeitplan so niemals einhalten werden. Und auch unsere Unfallserie wird dadurch nicht beendet. Ich widerspreche dem Erzkanoniker nun wirklich nicht gern. Aber das ist eine schreckliche Idee. Fürst Vivek braucht den Segenstein, um ein Ritual durchzuführen. Fürst Vivek? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Aber ich brauche eure Hilfe, bevor ich euch den Segenstein übergeben kann. Der Weg, der zur Weihekammer führt, liegt in Trümmern und nun sind einige Arbeiter verschüttet. Wenn ihr den Weg frei machen könnt, dann könnt ihr den Stein leihen. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber denkt daran, dass ihr den Stein nur ausgeliehen habt. Er muss vor der nächsten Schicht wieder in der Weihekammer sein, sonst wird diese Stufenpyramide niemals rechtzeitig fertig. Rechtzeitig wofür? Was ist da los? So, wir sollen retten.
mir irgendwer helfen? Okay, ich dachte, ich würde dort unten sterben. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Bitte schön. Gern geschehen. Na, bisschen Dreck hier, ein bisschen Dreck da und schon können wir das alles hier. Vielen Dank. Ich werde dem Aufseher sagen, was ihr für mich getan habt. Mein Ende rückt immer näher. So, jetzt sollen wir den Segenstein bergen. Ach, hier ist eine Rampe. Alles klar. Andere Seite auch. Ne, andere Seite nicht. Was denn hier? Jetzt nicht weiter. Gut, wo geht's denn hier raus? Geht hier raus? Sprecht mit den Erzmagier. Mieze, was los? Schnuppen? Gesundheit. Gesundheit, mein Guter. Lass raus, den Rotz. Wie der Nummer da hast du. So, wir müssen da lang. Die steht hier einfach so rum, ja? McFried. Wenn ich mal 2 Sekunden stehe oder ein paar Minuten stehe, dann werde ich ausgelockt. Warum ist der da immer noch? Und starrt die Wand an. Preiset Vivek! Jawohl. Vivek ist der Größte, der Superheld. Die Fremdländerin kehrt zurück. Soweit ich weiß, gab es Ärger auf der Baustelle. Doch ihr konntet einige der Arbeiter retten. Fürst Vivek zieht stets den geradesten Pfeil aus dem Köcher. Gepriesen sei das Tribunal. Habt ihr den Segenstein mitgebracht? Jo. Hat er uns ja nicht gesagt, dass wir das machen sollen. Hört die Worte des Kriegerpoeten und offenbart die Quelle von Fürst Vivek's Not. Das ist ja cool. Ein Aschländer? Ein Uhrwerkmagier? Ein dädrischer Kultist? Etwas hat das Ritual gestört, mein Fürst. Doch wir haben etwas erfahren. Entschuldigt mich, während ich das mit unseren bisherigen Erkenntnissen vergleiche. Okay. Strange. Was denn hier? Wie weg. Angesichts der kryptischen Warnungen des Ahnengeists und des unerwarteten Ergebnisses des Hellsichtrituals fürchte ich, dass mehr in Bewegung ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Die größten Geheimnisse lösen wir durch reinen Zufall, vermute ich. Das sollte ich aufschreiben. Ich habe vorhin noch überlegt, so wo hat Kevin Spaceys Synchronstimme schon mal im Spiel gemacht? Dishonored, Piero. Dishonored 1, Piero. Irgendwas ist während des Rituals schiefgelaufen. Habt ihr erfahren, was ihr euch erhofft hattet? Wir lernen aus jeder Tat, die wir tun. Ob Fehlschlag oder Erfolg, jedes Ergebnis lehrt uns etwas. Zumindest im größeren Zusammenhang. Um präziser zu sein, nein, nicht so viel, wie ich es mir erhofft hatte. Doch es gab Bilder während des Rituals. Bilder, die andeuten, wo man nachforschen kann und welche Rätsel es zu lösen gilt. Lasst mich euch ein Geheimnis verraten, Fremdländerin. Es geht um einen lebenden Gott und Energie, die dahin schwindet wie das Tageslicht, wenn sich die Abenddämmerung über das Land ausbreitet. Ich verstehe nicht, Fürst Vivek. Hört gut zu und sagt kein Wort. Meine göttliche Energie verlässt mich. Ob nun durch eine Krankheit oder ein tiefsitzendes Übel, weiß ich nicht.
Ihr müsst durch das Land reisen und in meinem Namen Antworten suchen. Doch zunächst heißt es Dankbarkeit vor dem Dienst, wie ich es selbst geschrieben habe. Also, vielen Dank. Stirbt er? Das Ritual hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Göttliche Energie strömt. So. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, Fremdländer. Ja, ich mal lass das mal hier jetzt so heute so stehen. Auch wenn wir bei 25 Minuten sind. Wir haben jetzt aber die Questreihe jetzt abgeschlossen und werden dann in der nächsten Folge hier die neue Questreihe annehmen. Freunde der Sonne, es war mir wieder eine Ehre, hier zu daddeln. Und das macht richtig Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder mit dabei und könntet genauso wenig abwarten, wie es hier weitergeht wie ich oder wie meiner einer. Oder vielleicht wisst ihr ja auch schon, wie es hier weitergeht und ihr seid gespannt, wie ich darauf reagiere, wie es hier weitergeht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gerade einen Nerv eingeklemmt. Aua, aua. Ach. Scheiße. Auf jeden Fall, haltet die Ohren steif und tschüss.